Siren Head Labyrinth versus Cartoon Cat Labyrinth. So, ich komm mal runter. Bist du bereit, Buffalo? Ich bin sowas von bereit, dich in Grund und Boden zu stampfen. Also, wer von euch will mein Labyrinth machen? Ich! Was? Buffalo war schneller, also macht Buffalo mein Labyrinth das beste Siren Head Labyrinth. Aha, Dandy, du bist ein Verlierer. Ja, keine Sorge, Dandy, mein Labyrinth ist auch richtig gut. Okay, Leute, dann mache ich halt Cartoon Cat, der ist eigentlich auch nicht schlecht. Okay, Leute, schaut das Video bis zum Schluss. Wir werden jetzt erstmal hier ein Labyrinth bauen mit den ganzen Sachen, die wir hier zur Verfügung haben. Und danach werde ich Buffalos Siren Head Labyrinth lösen müssen, also das, was er dann gebaut hat. Und er muss dann mein Labyrinth lösen, was ich halt gebaut habe. Und dann gibt es gibt es natürlich in den Kopf eine Belohnung, die der andere kriegen kann. Und dann würde ich sagen, let's go. Hast du Pipi gemacht? Yay, was soll das? Stimmt doch gar nicht. So, alles weg. Okay, bist du ready? Ja, ich bin bereit. Ich fange jetzt auch an. Fang an, los. Okay, ich fange ja schon an. Leute, wie machen wir das jetzt hier? Also, wir haben hier die Möglichkeit, natürlich mehrere Eingänge zu machen. Und das machen wir jetzt auch. Wir machen mal hier einen Eingang. Und hier, vielleicht könnte ich auch einen in der Mitte machen. Ich mache mal zwei, Leute. So. Ich würde sagen, wir könnten theoretisch auch Buffalo trollen. Und zwar nehmen wir uns einfach mal hier so ein Ding. Und gucken mal, ob hier das an ist. Okay, Leute. Die zwei sehen es nicht. Dann will ich mal. Mal schießen. Hey! Wer schießt hier? Cartoon Cat oder so. Was machst du hier? Ich habe das nicht, das war Siren Head. Niemals würde Siren Head sein eigenes Labyrinth angreifen. Ich habe doch gesehen, wie du das warst, Dandy. Und das soll ich dich aufessen. Aufessen? Nein, ich arbeite ja schon, tut mir leid. Okay, Leute, dann baue ich weiter. Tut mir leid. Was macht ein Buffalo da? Boah, der ist schon voll weit. Okay. Da muss ich mich natürlich auch jetzt ein bisschen hier beeilen, Leute. Wollen wir mal so. Und dann hier nochmal aufbauen. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Wir könnten theoretisch... was ist los? Frag für einen Freund. Hast du Optifine wieder drin? Ja. Okay, gut. Okay. So, dann wollen wir mal. Mir ist gerade aufgefallen, ich hab's nicht drin und ich erkenne die Fake-Türen richtig schnell. Was erkennst du schnell? Die geheimen Türen. Hey, du Cheater, dann werde ich ohne geheime Türen machen. Okay. Was? So. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier noch einen Gang. Und dann hier noch einen Gang. Okay, Leute. Wenn ihr immer Ideen habt, was wir in diesen Labyrinth-Sachen bauen können, dann könnt ihr ausführlich in den Kommentaren so eine beschreiben, was wir so beim nächsten Labyrinth-Video bauen können. Aber ich gehe mal. Ich könnte eigentlich Buffalo trotzdem pranken, Leute. So, wir machen mal hier ein paar Gänge. Okay, so, dann machen wir das hier wieder zu. So, wir haben Leute hier auch so ein Kleinmachgerät. Das werde ich auch benutzen gleich, aber ich mache mich mal klein und schleiche mich mal an den vorbei. Oh, hoffentlich sind die gleich fertig. Ich muss noch ein bisschen essen gehen. Ja, warum haben wir uns eigentlich darauf eingelassen, dass wir denen helfen bei einem Labyrinth-Video? Oh, keine Ahnung. Schnell, bevor die mich sehen. Schnell. Okay, Leute. Ich bin echt, wow. Echt klein. Dann gucken wir mal. Machen wir mal ein bisschen was kaputt. Boah, Buffalo arbeitet mit diesen Dingern also. Die mag ich gar nicht. Der macht das richtig gerne. Wow, okay. Dann gucken wir mal, was so, Danny, wie weit bist du schon? Ja, ich bin zwar nicht so weit wie du, aber es geht schon klar. Okay. Okay, Leute, wir machen jetzt all diese Dinger wieder weg. Ich fange beim linken Eingang an. Um all diese. Kann man die einfach wegbauen? Geht das überhaupt, wenn ich so klein bin, Leute? Oh, es geht. Natürlich geht das. Hier, guck mal. Oh. Wir bauen die jetzt einfach alle weg, weil ich die so gar nicht mag. So, schnell. Bevor er uns sieht. Und dann hauen wir wieder ab. Und dann bin ich mal gespannt, wie er darauf reagiert, Leute, wenn er das sieht. So. Ein bisschen schneller. Okay, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Weil ich habe keine Lust, diese Dinger gleich zu machen. Guck mal, welche Dinger? Das ist so ein Troll-Ding, Leute. Guck mal, das ist ein Fake-Eingang. Das merken wir uns.
Wo sind meine ganzen Teile hin? Hey, Sirenhead, wo sind die? Wovon redest du? Meine Förderbänder verschwinden gerade. Keine Ahnung, also ich weiß davon nichts. Schnell, hat er sich gesehen? Ja! Mann, ich war doch schon fast fertig. Das muss ich alles von vorne machen. Okay, machen wir wieder groß, Leute. Okay, ich überlege gerade, wie ich das machen will. Ich muss weiter erstmal die Gänge bauen, Leute. Ich habe aber schon eine grobe Idee, wie wir das machen. Also alles easy. Wir machen jetzt hier einen Gang nach links natürlich. Ist ja klar. Und hier gibt es dann eine Kiste, würde ich sagen. Und dann gibt es in der Mitte so ein bisschen Laser-Action. Das machen wir dann hier quasi. Also ich sag euch mal die Laser. Und zwar, wir nehmen erstmal immer so ein Ding, so ein Pad. Dann den Laser und dann hier. Da können wir so ein bisschen rumkreuzen. Dann können wir vielleicht auch so eine Tür machen, vielleicht die ins Nix führt. Damit Buffalo denkt, er müsste hier durch. Aber er muss ja gar nicht hier durch. Okay. Und jetzt können wir hier einfach eine ganz normale Tür nehmen. Zum Beispiel die hier. Hier hin platzieren. Und dann wird Buffalo denken, er muss da unbedingt durch. Aber muss er gar nicht. So, Leute. Und jetzt können wir hier noch ein bisschen reinbauen. Hier. Was ist los, Buffalo? Ich muss jetzt umbauen. Weil wenn ich mich klein mache, dann bewege ich mich automatisch. Wie klein? Wie, du musst umbauen? Weil ich wollte mein Labyrinth ein bisschen anders machen. Ja. Und das geht das nicht, weil hier, guck mal, hier. Guck, also, wenn ich mich jetzt klein mache. Ja. Verschwindet. Okay, da hast du einen Bug gerade anscheinend. Ich brauchte das aber, jetzt kann ich das nicht machen. Du musst anders jetzt arbeiten, Buffalo. So, dann machen wir jetzt hier. Einmal so. Zack. Und dann hier. Noch ein Laser. Ich finde, Laser sehen immer auch so cool aus. So, nehme ich jetzt hier ganz kurz die Axt, Leute. Da kann ich hier schon mal den ganzen Boden austauschen mit Gras. Und zwar markiere ich mal hier eine Stelle. Dann hier eine Stelle. Gib den Command ein. //set. Grass. Und dann ist alles hier mit Gras, Leute. Und jetzt können wir richtig arbeiten. Und zwar, jetzt können wir hier einmal jedes zweite mit diesem Creeper-Säure machen. Das richtig viel Schaden macht auch. Und hier sollte es eigentlich weitergehen. Genau. Wir machen das hier Säure. So, zack, zack, Säure, zack, zack, Säure. Zack, zack, Säure. Dann nehmen wir hier diese Dinger. Machen das drüber, Leute, damit das natürlich wie Gras aussieht. Damit man natürlich die Falle nicht sieht. Boah, jetzt fällt mir gerade ein Buffel, was ich letzte Nacht geträumt habe. Was hast du geträumt? Ich habe voll lange mit Messi einfach geredet. Voll random. Mit Messi? Ja, wir haben gechillt und so Fotos gemacht. Geredet, hat mir so Videos gezeigt, wo er so kleiner war und Fußball gespielt hat. War schon cool eigentlich. So. Aber jetzt machen wir mal hier weiter. Und hier, Leute, das wird der Gang sein, der dann hier reinführt. Und wie wir das jetzt lösen, ist ja gar nicht mal so einfach, weil ich wollte hier Laser machen. Moment mal, Leute, ich zeige euch das. So, ich wollte nämlich hier Laser machen. Eins. Und zwei. Und vielleicht noch einen dritten, Leute. Und drei. So, dann haben wir hier ein bisschen Laser. Haben wir... Ah, du hast mir auch die Dinger gegeben. Ah, okay, Leute, wir haben auch jetzt hier diese... Keine Ahnung, wie man das nennt. Die Laufbänder. Und die benutzen wir auch. Und zwar in die entgegengesetzte Richtung, ne? Das heißt, man hat richtig Probleme, hier voranzukommen. Aber eigentlich muss man hier theoretisch durch. Okay, ich habe eine Idee, Leute. Ich zeige euch jetzt einen Trick der Tricks. Der Trick der Tricks geht, wir nehmen so einen Block hier. Machen das so. Easy. Okay. So, und hier ist sowieso Ende im Gelände, würde ich sagen, oder? Machen wir im Gelände? Ja, hier ist Ende im Gelände. Wir machen nämlich... Oh, ich habe eine Idee. Wir machen doch kein Ende im Gelände hier, Leute. Wir machen mit so. Jetzt machen wir uns hier natürlich klein. Nehmen das hier.
und machen hier einfach sowas. Boah, das ist stark, Leute, oder? Das ist strong. Das ist richtig gut. Und jetzt können wir hier... Natürlich müssen wir das hier zumachen, ist ja klar. Sonst macht das ja gar keinen Sinn. Und jetzt gibt es hier eine Kiste. Oh, jetzt macht das hier alles Sinn, Leute. Hier ist der Schlüssel dafür. Ich mache hier nochmal eine Tür schnell. Und hier wird eine Kiste kommen für das hier, Leute, damit man sich klein und groß machen kann. Und wenn man hier durchkommt, dann muss man natürlich so das hier natürlich auch finden. Und hier sollte ich auch Fallen machen, Leute. Also so ganz einfach sollte ich vielleicht nicht machen. Und zwar nehmen wir mal diese Spikes hier. Und jetzt machen wir mal so jedes zweite vielleicht. Und hier machen wir ganz normale Fallen. Boah, es wird gar nicht mal so einfach. Jetzt gucken wir uns das mal von oben an, wie das so aussieht. Ja. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. So, man kommt hier hin, bla bla bla. Am Ende des Tages muss man hier das nehmen, wieder zurück das finden. Dann hier einen Schlüssel finden. Buffel, ich bin gleich fertig, ne? Was, du bist gleich fertig? Ja, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich bin auch gleich fertig. Okay. Dann kommt hier... Ah, nee, das Schloss ist so schwach. Das Diamantschloss natürlich. Diamantschloss ist hart, Leute. Aber wir machen das natürlich ein bisschen easy. Und zwar nehmen wir eine Crafting Bench, ein Diamantschloss, einen Schlüssel. Kreieren dann mit dem Schloss einen passenden Schlüssel dafür. Den tun wir dann hier rein. Und ja, okay. Am besten würde ich noch irgendwie, dass man das hier aufknacken muss, Leute. Das könnte man theoretisch mit einem goldenen Schloss machen. Ja, genau. Und jetzt nehmen wir auch einen so normalen Schlüssel. Tun das hier rein. Und jetzt haben wir auch einen passenden Schlüssel für die Kiste. Und den müssen wir irgendwo... Ich glaube, den gebe ich Cartoon Cat. Er muss mit Cartoon Cat reden. Okay. Cartoon Cat, kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, was ist denn? Ich will es Buffalo richtig schwer machen. Hier, nimm mal diesen Schlüssel. Und mein Buffalo muss dann nämlich auf die Idee kommen, dass er dich nach dem Schlüssel fragt. Oh, das ist ein richtig guter Plan. Simon hätte das nicht mitbekommen. Okay, hier nimm den Schlüssel. Okay, Leute. So, jetzt muss ich dir noch ihr habt nur noch eine Minute Zeit. Danach eine Minute? Ist es vorbei mit euch. Eine Minute an sich? Ich guck mal ganz kurz. Bin ich... Ah ja, Belohnung muss ich ja noch reintun. Okay. So, dann bauen wir es mal hier rein. So, nehmen eine Chest. Tun die rein. Was kriegt Buffalo jetzt als Belohnung, ist die Frage. Wir haben jetzt nämlich die Möglichkeit im Game Mode 1, dass wir uns theoretisch gefühlt alles cheaten können für eine kurze Zeit. Aber wir nehmen mal ein Auto, Leute. Ein Auto kann man nie ver... Warum geht der... Oder wir nehmen hier was unten, Leute. Ne? Also, was ist los? Ich überlege gerade, was ich dir vom Preis geben könnte. Also, du kriegst von mir, ich sag's dir nicht, boah, das sieht cool fresh aus. Dann natürlich sowas, Leute. Und ich glaube, damit kann man richtig eine Menge Spaß haben. Und zwar, zack, zack. Und ich denke mal, das ist ein fairer Preis. Okay, ich will ein Labyrinth machen jetzt, Buffalo. Okay, ich habe auch einen Preis für dich, so. Okay, Leute, endlich können wir jetzt die Labyrinthe des anderen machen. Deswegen gehe ich schon mal in Game Mode 0. Machen wir so. Okay. So, mein Inventar mache ich auch leer. Dann mache ich mal hier bei dir Spawn Point. Ich mache bei dir Spawn Point? Aber du fängst mit meinem Labyrinth an und danach, Leute, machen wir Buffalo Siren Head Labyrinth. So, Game Mode Survival. Also, Buffalo, du wirst es richtig schwer haben mit seinem Labyrinth. Das weißt du schon, oder? Ich fange mal einfach hier in dem ersten hier ein. Okay, Leute, dann kann ich ja wieder Game Mode 1 gehen. Hä? So, komm, zeig mal. Komm voran. Doch, mal komm voran. Hier vielleicht eine versteckte Tür? Vielleicht. Ah. Oh, er hat die gefunden, Leute. Unglaublich. Aber ist das richtig, ist die Frage. Tja, kann ich nicht sagen. Laser, wie kommst du hier voran? Ich geh erstmal den linken Weg. Okay. Den anderen Weg noch. Buffalo macht safe, Leute. So. Ah, ja! Nein! Warum machst du sowas? Es hat geklappt.
dass das auch immer wieder klappt, Buffle, ne? Wir machen das schon so oft, aber es klappt immer wieder. Okay, das heißt jeden zweiten wahrscheinlich? Vielleicht. Ja, okay. Okay. Ja, jeden zweiten. Ja! Hey, du blockst mich die ganze Zeit! Du hast es nicht hingekriegt. Mann. Okay. Du blockst hier mich hier ganz weit oben. Sorry, ich muss halt zugucken. Hm. Hier geht's nicht weiter, hier ist auch keine versteckte Tür. Tja. Ja! Nein! Let's go! So schnell, bevor er mich blocken kann. Okay. Okay. Heißt, jetzt muss ich doch erstmal hier lang gehen. Let's go, Leute. Ah, hier vielleicht bei den Lasern irgendwie muss ich echt achten. Nicht, dass da irgendwo was versteckt ist. Okay. Oh, wollt ihr nicht? Alles gut. So, hier ein bisschen rüber. Aber hier ist nichts. Tja. Hä? Das ist doch eine Fake-Tür. Rein mit dir hier. Was hier oben kurz. Ah, okay. Okay, Buffalo findet hier wirklich die ganzen Geheimgänge, aber noch hast du das Puzzle nicht gelöst, was man alles braucht. Okay, Kleinmachtteil habe ich schon mal. Okay. Autsch, 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 autsch. Oh nein, ich brauche einen Schlüssel. Diamantschloss. Viel Spaß beim Suchen. Wo könnten hier was sein? Mal gucken, hier also, vielleicht ein Laser. Also, du musst natürlich das Loch jetzt finden. Okay, du bist auf jeden Fall nicht richtig. Ich kann dir jetzt schon mal sagen. Das war schon mal eigentlich ganz gut, dass du draufgegangen bist, weil du musst komplett woanders hin. Muss ich hier hin? Vielleicht. Gib mir doch mal einen Tipp. Ja, guck einfach. Ah. Hast du es gefunden oder was? Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das kann, weil wenn ich mich klein mache. Oh, stimmt. Ja, okay, warte. Wenn es bei dir rumbackt, dann lass ich dich einmal durch, okay? Du hast es ja gefunden. Ja, so warte, ich komme hier hoch. Mach dich groß? Okay, Leute, wir lassen ihn kurz durch, weil bei ihm backt es rum, wenn er das Kleinmann-Ding benutzt. Geh durch. Okay. Ist hier noch irgendwas? Da ist eine Tür, ne? Da ist keine Tür. Tja, wieder ein Schlüssel. Okay, ich kann dir einen Tipp geben. Das sind die einzigen zwei Kisten hier. Wenn du die zwei Kisten jetzt aufkriegst, dann hast du gewonnen, theoretisch. Aber wo kriegst du die? Wie soll ich die aufbekommen? Okay, ich muss dir noch einen Tipp geben. Der Schlüssel ist nicht im Labyrinth. Im Labyrinth? Jemand hat den Schlüssel, aber wer sagt den? Ja. Du hast den Schlüssel. Nein, ich nicht. Rück ihn raus. Ich nicht, nein. Jemand anderes. Wer soll denn sonst den Schlüssel haben? Wer hat denn da gerade gehustet? Alles gut bei dir, Cartoon Cat? Oh, ich bin ein bisschen erkältet. Und ich find's lustig, dass du mein Labyrinth nicht packst. Hey, warte ab, bis er Zion Heads, also mein Labyrinth, macht. Du brauchst einen Schlüssel, ne? Ja, hast du einen für mich? Vielleicht. Ja, komm schon, gib mir einen Tipp. Was kriege ich dafür? Weiß nicht, was möchtest du eigentlich? Was mag Cartoon Cat eigentlich? Okay, ich gebe dir den Schlüssel, wenn du einen Tag mein Diener wirst. Ein Tag? Ja. Weißt du schon, wie schlimm du bist? Ja, weiß ich. Aber ein Tag, komm schon. Ein Schlüssel. Na gut. Wo ist der Schlüssel? In der Kiste. Oh, dein Ernst? Er hat Cartoon Cat wirklich... Oh, er hat den Schlüssel bekommen, Leute. Ja, okay. Nee, aber der Schlüssel müsste jetzt hierfür sein. Ach. Sorry. Okay, ich mach wieder hier auf. Also durch. Gut. Der Schlüssel muss ja für diese Truhe sein, außer es ist der... Ah, okay, perfekt. Und stimmt. Der Schlüssel muss dann für... Oh, warte. Komm ich hier irgendwie hoch? Nein, nicht sowas. Schummeln darf man. Du musst zurück. Okay, und der Schlüssel ist dann für... Was glaubst du? Für die andere Tür. Also für die Endtür? Ja. Okay, wenn du meinst, dann probier's aus. Wo war die denn nochmal? Hier, glaube ich, oder? Hä? Sicher, guck nochmal. Tu mal nochmal rein. Ist nochmal? Ah ja, es hat funktioniert. Okay, hast den falschen einfach benutzt. Okay, let's go, Leute. Ich mach jetzt das Siren Labyrinth. Ich hab richtig Lust. Warum hast du ihm den Schlüssel gegeben? Naja, er will ein Tag mein Diener sein. Ja, okay, das ist ein guter Preis, actually. Dann ab mit dir, Game Mode 0. Okay. Game Mode 0. Ich tu alles in die Kiste rein, Leute. Sonst könnte ich ja theoretisch schummeln. Okay. Dann würde ich sagen, let's go.
Wo fangen wir an? Hier. Wirklich? Willst du da anfangen? Warte, Leute, wir haben das doch kaputt gemacht. Das ist doch falsch. Wir haben doch einmal getrollt. Ich glaube, keiner dieser Wege ist richtig, Buffalo. Hä? Warum soll da kein Weg richtig sein? Ich guck mal einmal drumherum. Vielleicht finde ich ja was. Okay. Okay. Ja. Du wirst es niemals finden. Niemals. Cybernet, wir haben das beste Labyrinth. Ich weiß, von hier oben habe ich alles sehen können, wie du perfekt gebaut hast. Ich war gut, dass du mein Labyrinth gemacht hast und nicht Dandy. Hey! Okay, ich gehe jetzt hier rein. Einfach überall rechtsklick, Leute. Irgendwo könnte eine Tür sein. Haha, er hat die Tür nicht gefunden. Hä? Oh, ich habe die Tür, glaube ich, verpasst, Leute, oder? Also, ich gebe dir. Soll ich dir einen Tipp geben? Ja, die Tür ist hier irgendwo. Willst du das suchen oder einen Tipp? Ein Tipp. Ja, gib mir einen Tipp! Also, ich würde mal vielleicht unter die linke Achse oder so gucken. Linke Achse? Was? Ist auch Deutsch reden? Eine Achse. Was ist eine Achse für dich? Ach so, eine Achse. Ich habe Achse verstanden. Ich würde mal hinter... Nein, andere Seite würde ich anfangen. Links ist auch hier. Ja, ich habe halt von ihnen ausgeguckt, so. So... Ich habe ja gesagt, seine Linke. Ach, das hätte ich nie gefunden. Deswegen habe ich ja gefragt, ob du Optifine drin hast, weil ohne hättest du es direkt gesehen. Ja. Okay, Leute, das fängt hier wieder an. Da hat jemand meine Idee geklaut. Hä, welche Idee? Das ist nicht deine Idee. Das ist meine Idee, so. Okay, ich habe gerade falsch gezählt. Ein Buch, Leute, mit dem Buch. Zwischen den Beinen ist ein Geheimgang. Hey, habe ich nicht gerade zwischen den beiden geschaut? Ich könnte schwören, ich habe gerade... Ich blöd, Leute. Was ist denn hier los? Ich glaube, das ist ein Bug, Leute. Okay. Ich muss ja eh nicht mehr rein. Okay. So, einmal durch. Okay, zwischen den beiden hast du gesagt? Ja. Na gut. Müsste... Habe ich aber eigentlich gerade kurz gecheckt. Nee, da hinten wahrscheinlich. Hä? Ah, unten. Ah, er hat's gefunden. Ja, okay. Okay. Ich glaube, ich habe den schweren Teil jetzt hinter mir, habe ich das Gefühl. Vielleicht. Ja, glaub schon. Leute, let's... Oh nein, Lava. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Stimmt, ich habe gar keine Lava benutzt. Lava ist super eklig. Okay. Aber damit hättest du nicht gerechnet, weil ich dachte, okay, du guckst nach Türen, aber niemals nach Falltüren. Ja, stimmt eigentlich. Keine Ahnung, wie ich das gerade herausgefunden habe. Hä, seit wann bauen wir ab? Das ist nicht fair. Ja, hab bei dir auch nicht abgebaut. Okay, Moment, ich muss hier durch. Boah. Immer baust du ab. Nicht mal fair spielst du. Alter, du hast so viele Fallen gemacht. Nein, du hast viel mehr Fallen. Du hast Laser alles. Ich denke mal, das ist der letzte Eingang. Vielleicht. Ist jetzt die Frage. Aber wo ist der Schlüssel? Ich muss komplett zurück, ne? Ja, ich weiß ja nicht. Wo warst du noch nicht? Ich habe eine Idee, Leute. Ich kill mich mal kurz hier. So. Was ist eigentlich in der linken Achse? Kann man da auch was finden? Nein. Ich bin der Krasseste! Nein! So. Ich glaube, wenn du schnell genug bist, kannst du echt einfach so rüberlaufen, aber... So. Ein Masterschlüssel! Warte mal, wie bist du denn hier rausgekommen? Hey, hallo. Ich habe Buffalos Labyrinth auf Easy Mode gemacht. Okay, warte kurz. War hier Lava? Ach du Mann, das ist jetzt das Karma. Ah, ich habe schnell wieder zugemacht, dass du es nicht siehst. Ja, Alter, das ist wirklich... Das ist Buffalo, Leute. Checkt ihr? Buffalo. Aber warte ab, wenn du in den Kopf gekommen bist und deine Belohnung bekommen hast, die ist richtig krass. Okay, warte kurz, ich muss mal... Alter, Herr von Goldapfel, könnte ich gut gebrauchen! Warte, ich geb dir einen. Oh, zwei Leben. Ja. Damit ich hier mal durchkommen kann. Let's go! Okay, aber ich muss sagen, cooles Labyrinth.
Auf jeden Fall ein richtig gutes Labyrinth. Was geht? Hier durch? Komm hier raus. Wir haben bekommen einmal Silent-Fähigkeit. Das ist ja die Silent-Fähigkeit, die Schallfähigkeit. Und mach mal mit mir. Was ist das andere? Das ist ein Buff. Ein Buff, Leute. Okay, Leute, wenn ihr mehr von Labyrinth-Videos sehen wollt, lasst ein Like, abonniert den Kanal, checkt Buffalo ab und wir sehen uns dann morgen. Tschüss.